Bei uns ist Thomas Oettinger, geschäftsführender Gesellschafter der Macapo GmbH. Hallo und herzlich willkommen, Herr Hallo. Oettinger. Schön, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Die erste Frage bezieht sich gleich auf das Kerngeschäft. Macapo ist spezialisiert auf lokale Markenführung. Was genau muss man darunter sich vorstellen? Ja, gerade im Versicherungsbereich gibt es sehr, sehr viele große Marken. Und diese großen Marken wollen alle zum Endverbraucher oder die Marken wollen zum Endverbraucher. Und am besten funktioniert das, wenn die Marke über den Vermittler oder den freien Makler transportiert wird zum Endverbraucher, der dann auch die Produkte dann kauft. Welche Rolle spielt denn dabei der Vermittler und welche Rolle spielt der Versicherer, wenn es darum geht, eine solche lokale Marke zu schaffen und dann eben auch weiterhin aufzubauen und zu führen? Ja, also das Versicherungsunternehmen hat ja seine Markenwerte, hat ja die Sachen, die tatsächlich kommuniziert werden sollen zum Endverbraucher. Und der Vermittler ist für mich persönlich eigentlich das tatsächliche Produkt, nicht die Lebensversicherung, nicht die Pflegeversicherung, sondern der Vermittler vor Ort ist das Produkt, was der Endverbraucher kauft. Und so passen die auch für mich dann zusammen. Also ohne den Vermittler wird heutzutage noch nicht so viel an den Endverbraucher verkauft. Was zeichnet denn eine gute Marke aus? Ja, eine gute Marke hat ganz klar eine Zielgruppe. Also das heißt eine Zielgruppe, die diese Marke auch kennt. In der Zielgruppe ist diese Marke positioniert und ja, Bekanntheit in der Zielgruppe zu haben, sodass wenn man ein Bedürfnis hat, sofort mit diesem Bedürfnis sagt, an diese Marke zu denken, dass diese mir dieses Bedürfnis befriedigt. Das, was Sie gerade beschrieben haben, ist das auch das, was man unter dem Thema Positionierung verstehen muss? Oder was kann der allgemeine Vermittler sich unter dem Thema Positionierung als Marke vorstellen? Denn man hört es ja immer wieder, aber zu wissen, habe ich das schon, bin ich das schon, ist für viele, glaube ich, relativ schwer einzuschätzen. Gerade für die Vermittler ist das Thema Positionierung sehr, sehr wichtig. Also die müssen für sich natürlich auch ihre Zielgruppe definieren. Sind sie eher im Gewerbebereich tätig? Sind sie nur für Ärzte tätig oder Endverbraucher im Umkreis von 20 Kilometer oder nur Familien, die sie ansprechen? Das wäre Zielgruppe beim Vermittler. Positionierung des Vermittlers wäre, dass er zum Beispiel einer Zielgruppe gilt als der Rundumversicherer, also Mädchen für alles oder Rundum-Sorglos-Paket. Oder zum Beispiel, wenn jemand nur für Ärzte tätig ist, dass er ich bin der Spezialist für das Thema Kranken oder das Thema so und so. Das wäre ein Spezialistentum, eine Positionierung im Spezialistentum. Jetzt haben Sie das natürlich relativ klar schon in dem Beispiel gefasst. Die Frage, die sich da natürlich aufdrängt, ist, viele Vermittler denken ja, sie wären spezialisiert und wären auch damit positioniert. Können Sie vielleicht drei gute Tipps nennen, wie man das selber auch überprüfen kann, ob man da schon ist oder ob man eventuell noch ein bisschen was drauflegen müsste? Ja, also man kann, wenn man die Positionierung gewählt hat, ich will rundum sorglos für meinen Kunden da sein, sieht man relativ schnell, ob das so ist oder nicht. Also gerade bei dem eigenakquirierten Bestand sieht man die Cross-Selling-Quote. Wenn die bei 1, oder 2, Verträge liegt, dann ist man nicht rundum sorglos, sondern dann ist man leider in der Spezialistentum. Das sieht man das sehr, sehr gut. Oder wenn man sagt, ich bekomme meine Kunden über Empfehlungen. Und man hat keine große Cross-Selling-Quote, dann wird man auch dort immer schwer empfohlen werden, weil man natürlich nicht so viel Präsenzzeit beim Kunden hat. Vielen Dank, Herr Oettinger, dass Sie uns das erläutert haben. Wir wünschen Ihnen hier ein schönes AMC-Meeting und bedanken uns recht herzlich, dass Sie sich die Zeit hier fürs Interview genommen haben. Vielen Dank.